Liebe Zuschauer, wie doch die Zeit vergeht. Es ist bereits der 16. Dezember und heute zum TV Westsachsen Adventskalender werden wir bereits Türchen Nummer 15 vom gestrigen Abend auslosen. Und da haben die Bike-Profis aus Zwickau ein Laufrad für die Jüngsten zur Verfügung gestellt. Und wer das gewonnen hat, das werden wir gleich erfahren. Das werden wir gleich erfahren. Die Bike-Profis sind in der äußeren Dresdner Straße zu Hause, also am Brückenberg, halten jede Menge Räder für sie vor. Und wir haben uns gefreut, dass sie so ein kleines Laufrad für die Jüngsten zur Verfügung gestellt haben. Schreiten wir zur Tat. Ui, da haben aber viele die Idee gehabt. Kim, Moment. Gewonnen hat. Gewonnen hat Juliane Albustin aus Zwickau. Herzlichen Herzlichen Glückwunsch Glückwunsch. und nun geben wir ab zu Kalendertürchen Nummer 16. Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick auch in schweren Zeiten. Ich bin die Cordelia Löw. Ich arbeite in Ebersbrunn. Ich habe hier eine Kreativwerkstatt. Ich stelle solche Tücher her. Bei uns gibt es Beanies zu kaufen. Wir haben Loopmützen. Und zwar kann man bei diesen Loopmützen so machen, dann könnte man es auch über den Kopf ziehen. Man hat einen Schal. Oder wenn man lange Haare hat, hier oben gibt es ein verstecktes Loch, kann man die Haare rausziehen. Und für Sie haben wir in diesem Jahr dieses wunderschöne Tuch ausgesucht. Ich zeige Ihnen jetzt mal noch, wie man dieses Tuch am besten anlegt, beziehungsweise was man noch damit tun kann. Zum einen kann man das Tuch über die Schulter legen, macht es hinten zu und hat wie einen Bolero. Man kann, wenn es schneit, das Tuch als Kopftuch aufsetzen, hinten schließen. Wenn man es runter macht, hat man einen Loop. Oder einfach vorne etwas umschlagen, rum, runterziehen, zumachen und man ist perfekt für die Kälte gekleidet. Sie können uns gerne mittwochs von 15 bis 18 Uhr besuchen in Ebersbrunn, Reichenbacher Straße 103 oder auf www.delimed.de.